Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil unseres Weihnachts-Countdowns. Ja, und heute zeige ich euch, wie ihr in ganz wenigen Schritten eine Bodylotion herstellen könnt, die ich im Übrigen auch gerne als Haarkur verwende. Ja, und dafür braucht ihr nur drei Zutaten. Und das ist zum einen 50 Gramm Kakaobutter, 15 Gramm Kokosöl und 5 Gramm Mandelöl. Ja, und die ganzen Zutaten, die gebt ihr in ein hitzebeständiges Gefäß. Gebe ich noch die 5 Gramm Mandelöl dazu. Ich verlinke euch natürlich alle Zutaten wie immer in der Infobox. Ja, und dann erhitzt ihr das Ganze über ein Wasserbad. Und nachdem das Ganze geschmolzen ist, habe ich das für 30 Minuten circa in den Kühlschrank getan und das sah dann so aus, so ein bisschen wie fester Pudding. Und dann habe ich das für circa 5 Minuten kräftig aufgeschlagen. Ja, und je länger ihr das aufschlagt, desto fluffiger und heller wird das Ganze, die Creme wollte ich gerade sagen, es sieht auch so ein bisschen aus wie Sahne, ne? Und damit die Bodylotion auch gut riecht, habe ich wieder mein Lavendelöl mit dazu getan. Da reichen ein paar Tropfen von zumindest diesem Lavendelöl völlig aus. Achtet nur darauf, dass das natürliches Öl ist, denn ihr gebt das ja auf eure Haut. Und dann habe ich das Ganze wieder aufgeschlagen und dieses Mal 10 Minuten. Praktisch ist es natürlich, wenn ihr dann einen Mixer habt. Ja, und dann habe ich das Ganze in ein Glas getan und das war es dann auch schon. Ich habe die Creme übrigens auch schon als Haarkur benutzt und das funktioniert wunderbar. Die Haare sind danach super, super weich und kann ich nur empfehlen. Probiert das unbedingt mal aus.